knapp 60% aller Männer und knapp 40% aller Frauen schnarchen. Manche lauter, manche weniger laut. Und viele fragen sich, was kann ich eigentlich bei Schnarchen machen? Es gibt viele verschiedene kleine technische Gimmicks, die man nutzen kann, die man einsetzen kann. Es gibt tolle alte Hausrezepte gegen Schnarchen. Und wenn du dich fragst, was kann eigentlich bei Schnarchen helfen? Wie kann Hypnose helfen? Dann, Astrid? Ja, dann schau hier dieses Video. Heute wollen wir mit dir über das Thema Hypnose bei Schnarchen sprechen. Und wir werden dir da gleich vielleicht 2, 3 spannende Fakten mit an die Hand geben. Ja, und wenn dir das Video gefällt, lass uns doch bitte ein Däumchen nach oben da. Du kannst auch den Kanal abonnieren und wenn du dann noch die Glocke drückst, dann verpasst du auch kein Video. Genau, und wenn du Fragen hast rund ums Thema Hypnose, dann einfach unten in die Kommentare schreiben. Ja. Sag mal, Stine, wie sieht es aus? Hypnose und Schnarchen, also kann das wirklich da helfen? Ja. Wow. Fertig. Nein, Spaß beiseite. Ja, tatsächlich kann Hypnose bei Schnarchen sehr gut helfen. Was wichtig ist, ist einfach, dass ich vorher organische Ursachen ausschließe. Also bevor ich mich irgendwo in Therapie begebe, ist es immer wichtig, erstmal einen Arzt zu sehen, damit ich das Ganze mal untersuchen lasse und auch mein Schlafverhalten untersuche, weil Schnarchen kann halt auch einhergehen mit Atemaussetzern und die können verschiedene Ursachen haben. Deswegen ist es ganz wichtig, vorher einfach mal einen Arzt zu sehen und das mit dem Arzt zu besprechen und abzuklären. Und wenn der dann sagt, wow, alles gut, ne? Also keine schlimme, gefährliche Schlafapnoe, dann können wir da mit Hypnose ansetzen. Da muss ich natürlich mich auch selber immer mal im Spiegel betrachten und fragen, könnte das Schnarchen körperlich bedingt sein? Was meine ich damit, wenn jemand querschlank ist? Dann neigt er vielleicht aufgrund des starken Übergewichtes dazu, dass er schnarcht. Das kann einfach da passieren. Oder wenn jemand raucht oder auch übermäßig viel Alkohol trinkt. Bei manchen Menschen ist es auch so, die schnarchen einfach, wenn sie in der falschen Position liegen. Was zum Beispiel helfen soll, jetzt sind wir bei den Hausmitteln, ist einfach, wenn man das Ende des Kopfende des Bettes ein bisschen anhebt, es muss gar nicht viel sein, das soll hier und da helfen, habe ich mir sagen lassen. Aber deswegen schaust du ja dieses Video nicht. Denn du fragst dich ja jetzt vielleicht, okay, kann denn Hypnose bei Schnarchen helfen? Die einfache Antwort ist ja. Das Spannende ist halt, was kann ich mit der Hypnose eigentlich machen? Warum kann ich da helfen? Und als ich im Jahre 2013 hat sich das erste Mal jemand bei mir quasi gemeldet, der Schnarchprobleme hatte. Das war mein erstes Mal zu der Thematik und dann bin ich halt mal losgegangen und habe mal so den ein oder anderen Kollegen gefragt, hast du eine Idee, was ich da machen kann? Das Spannende ist, von allen möglichen Leuten, die ich gefragt habe, kam immer die gleiche Antwort, ja, arbeite mit dem, der das Problem hat, dass ihn das Schnarchen nicht mehr stört. Das war nicht so ganz mein Ansinnen, weil das ist halt nicht das, was ich gerne möchte, weil da ist ja das Problem nicht gelöst. Ich habe einfach nur denjenigen, dem das stört, dem das Problem weggemacht. Also bin ich losgegangen und habe halt am Patienten experimentiert. Und man kann halt wunderbar in der Hypnose, ganz oft gibt es auch für das Schnarchen psychische Ursachen. Das heißt also, auch die kann man in der Hypnose rausfinden. Das jetzt, also man guckt einfach, was passiert, während ich schlafe, wie geht's mir da, was verarbeite ich da. Diese schlechten Gefühle kann ich auflösen und meistens verbessert sich dann auch das Schlafen. Zusätzlich können wir mit der Hypnose auch noch ein bisschen suggestiv arbeiten. Das heißt, technisch gesehen passiert im Körper das, dass das Gaumensegel erschlafft, also die Muskeln nicht angespannt sind und dadurch beim Ein- und Ausatmen eben das Gaumensegel, ich sag jetzt mal einfach technisch gesagt, hängt und dann macht es halt diese hässlichen, unangenehmen Geräusche. Ich kann also in der Hypnose zusätzlich zum
Ursachen lösen, auch noch dafür sorgen, dass die Muskeln im Schlaf unbewusst angespannt werden und das Schnarchen dann eben nicht mehr auftritt. Das also dazu. Von der Sache her relativ einfach. Hilft natürlich nicht immer, ja, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, hey, Hypnose hilft bei jedem Schnarcher, auch ich hatte schon Fälle, wo es sich nur minimal verbessert hat. Ja, wir sind eben auch keine Wunderheiler. Und Astrid, ich glaube, du hast noch einen guten Tipp, was man zusätzlich noch machen kann, um für sich auch den Erfolg zu protokollieren. Ja, das finde ich ganz spannend. Es gibt nämlich also mittlerweile Apps und damit kann man das Schnarchen aufnehmen. Und dann finde ich das ganz sinnvoll, vorher vor der Therapie das aufzunehmen, um dann nachher die Erfolge einfach auch für sich sichtbar zu haben. Weil der Schnarcher kriegt ja meistens gar nicht mit, wie oft oder wie laut er schnarcht. Mhm. Und um das einfach objektivierbar zu machen, finde ich das eine sehr, sehr gute Geschichte. Es ist also heute technisch alles ganz einfach möglich. Genau, kann also dir dann auch helfen, dass du für dich den Erfolg siehst. Mhm. Grundsätzlich ist es ein einfaches Thema, was man leicht behandelt hat. Ja, wenn du Fragen dazu hast, schreib sie einfach in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben fürs Video dazulassen, wenn es dir gefallen hat. Wir hoffen, das Video hat dir so gut gefallen, wie uns das Produzieren. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein würde, dann teile das Video einfach mit ihm und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Tschüss.